Hallo Frostcon-Besucher. Und tschüss. Nein. Ein netter Anwesender ist, glaube ich, hat mir wurde sowas zugespielt und das musste ich mit euch teilen. Deswegen können wir jetzt alle mal schön zuhören und mitsingen. Der Frostcon-Song. Vielfalt und Buntheit, es ist abwechslungsreich, offen für alle, du findest Anschluss gleich. Free Open Software is going on, if you like free software, come to Frostcon near Bonn. Machen und ausprobieren, Familienfreundlichkeit, divers und mitgestalten, aktiv und hilfsbereit. Free Open Source Software is going on and on. If you like free software, come to Frostcon near Bonn. Nicht umsonst freiheitlich liberal. Unser Liberalismus ist kein Liberalismus. Free Open Software is going on. If you like free software, so come to Frostcon near Bonn. Free Open Source Software is going on and on. If you like free software, so come to Frostcon near Bonn. Free Open Source Software is going on and on. If you like free software, so come to Frostcon near Bonn. Peter, ich habe den Namen vergessen, ich verlinke das nachher noch. Und das Schönste ist ja immer, wie er hinten sich aufsteht und sich wieder hinsetzt, der Michael. So, und dieses Jahr waren wir bouncier than ever. Wir hatten mehr Hüpffläche als jemals zuvor. Letztes Jahr hatten wir ja diese kleine, unscheinbare 6-Meter-Rutsche, die ihr da im Hintergrund seht, zum ersten Mal. Und wir hatten Sorge, dass das irgendwie mit einer großen Hüpfburg nicht passt. Und wir haben letztes Jahr gedacht so, oh, da passt auch noch eine größere Hüpfburg hin. Also haben wir eine größere Hüpfburg gemietet. Und weil irgendwie ein Bällebad ja langweilig ist, haben wir jetzt noch ein zweites Bällebad. Also der Trend geht zum zweiten Bällebad definitiv. So ein paar sinnlose Fakten. Ihr habt gestern Abend 450 Liter Bier gesoffen. 55 Kästen Mate, eine Palette Fritz-Cola, also man kann definitiv davon ausgehen, dass ihr nicht unterkoffiniert seid. Insgesamt haben 1800 Mal Leute auf unsere schönen Voteboxen getippt und davon waren, glaube ich, nur 31 rot, also so schlecht kann diese Veranstaltung nicht gewesen sein. Und ja, jetzt kommt wie immer der Zeitpunkt, an dem wir, genau, ich höre gerade aus dem Programmteam, wir hatten dieses Jahr zum ersten Mal keine kurzfristige Absage im Hauptprogramm. Wir hatten einen Workshop, der aus gesundheitlichen Gründen von Samstag auf Sonntag verschoben werden musste und dann am Sonntag, glaube ich, einen Teilnehmer hatte, aber wie das mit kurzfristigen Verschiebungen so ist. So, danke. Ich habe mir natürlich jetzt nicht aufgeschrieben, wen wir alles danken sagen muss, aber das kriege ich schon hin. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken beim Fachbereich und der Hochschule, die uns diese schönlichen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Der Kaffeetante für den großartigen Kaffee. Dem C3 Wok für die Versorgung mit Waffeln.
dem POC für die... Ah, stimmt, das C3 VOC, also W wie Videos, dafür, dass sie wieder alle unsere Vorträge aufgezeichnet haben. Dann das POC, dass sie uns wieder mit großartigen Telefonen versorgt haben. Wir hatten dieses Jahr über 100 Helfer, die in diesen schicken grünen T-Shirts rumgelaufen haben, unter anderem moderiert haben und geschnitten haben und ganz viel gearbeitet haben. Das wäre noch so eine Statistik, wie viele Arbeitsstunden wir dieses Jahr hatten. Das hat mir keiner verraten. Tausende, ich bin mir sicher. Ja, definitiv Tausende. Und natürlich dem kompletten Orga-Team. Kommt mal nach vorne. Die erkennt man an diesen unscheinbaren blauen T-Shirts. Also das werden auch jedes Jahr mehr, gefühlt. Wen habe ich vergessen? Besucher, genau. Sonst ohne Besucher wäre es ja langweilig. Oh, die Speaker, Aussteller, die Partner kommen, dafür die Partner habe ich was vorbereitet. Das sind die netten Firmen, die uns Geld geben, damit wir diese Veranstaltung für euch relativ kostenlos durchführen können. Wenn ihr für eine Firma arbeitet, die irgendwie der Meinung ist, wir haben zu viel Geld und wollen eine gute Sache unterstützen, call us. Oder schreibt uns eine Mail, ist glaube ich einfacher, weil bei unserer Telefonnummer geht eh nur der Anrufbeantworter ran. Und schreibt uns dann eine Mail. So, und wie jedes Jahr brauchen wir noch eure Hilfe. Also es sieht zwar schon da draußen relativ kahl gefressen aus, aber da gibt es noch irgendwie so Ecken, wo ganz viel Zeug steht. Also wenn ihr gleich noch irgendwie so eine halbe Stunde oder Stunde Zeit habt, meldet euch vorne im Eingangsbereich, da steht so jemand in so einem blauen Shirt und guckt nach Leuten, die fragend in der Gegend rumstehen und versorgt sie mit Arbeit an der Infotheke. Je mehr Leute mithelfen, desto schneller geht das. Und das Ziel für heute ist, glaube ich, vor 22 Uhr hier draußen zu sein. Also ja, das wird Sport, aber so schnell wie möglich hier raus zu sein, weil wir müssen dieses Gebäude heute Abend schon wieder zurückgeben. Morgen ist quasi normaler Unibetrieb in den Semesterferien. Also nicht viel los, aber so ein bisschen was. Falls ihr Lust habt, noch eine Kleinigkeit mit uns zu trinken, wir treffen uns nachher im Voyager in der Rheingasse in Bonn. So ab 8 oder so sind da die Ersten. Ab 10 sollte ihr da sein. Genau. Und one more thing. Nächstes Jahr ist we're doing it live. Moment. Nächstes Jahr wollen wir wieder zu unserem alten angestammten Termin zurück. Das ist der 22.-23. August. Steht noch nicht hundertprozentig fest, also mietet ihr euch irgendwie nur erstmal stornierbare Hotelzimmer. Das ist eine Woche vor der Gamescom, also es wird jetzt nicht so bekloppt wie letztes Jahr mit den Hotelpreisen. Aber ja, wir würden uns freuen, wenn wir euch möglichst vollzählig nächstes Jahr wieder treffen und dann bedanke ich mich bei euch allen und genau, wir werden 50 Jahre alt, also wir haben schon so ein paar bekloppte Ideen, die wir umsetzen wollen und ich habe noch beklopptere Ideen, das wird großartig. Wir haben da so ein paar Namen, stehen da im Raum, wenn das klappt, alter Schwede. Dann, den würde ich tatsächlich auch anfragen, also so ein paar alte Leute und ein paar Außerirdische. Ohne zu viel versprechen. Und dann, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Jahr.